Von der FPÖ ist dies Thomas Schellenbacher. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Bundesminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren vor den Bildschirmen und auf der Galerie. Ich beziehe mich auf den negativen Bericht aus dem Ausschuss betreffend den Antrag 229 AE betreffend der vorgezogenen Maßnahmen im Bereich Polsdorf und möchte diesbezüglich sagen, ein Teil, das diesen Antrag zeitlich überholt hat, hat sich damit erledigt, dass eben der Baubeginn des ersten Bauabschnittes bereits begonnen wurde und die Verfahrenstechnik hier geteilte oder mehrere Verkehrsfreigaben zu erreichen nicht so einfach möglich wird und vor allem zeitlich nicht, wenn man weiß, dass der Abschnitt bereits 2017 und Drashofen 2018 fertiggestellt werden soll. Ich möchte aber auch an dieser Stelle sagen, dass ich bin seit fast 20 Jahren Verkehrstelematiker und kenne die Problematik und möchte ganz sicherstellen, dass von meiner Seite und von unserer Seite aus wir wissen, welche Belastungen in diesen Bereichen, vor allem eben entlang der B7 um Polsdorf und Rashofen, das Zustände sind, die mit allen technisch machbaren Möglichkeiten forciert und beschleunigt werden müssen. Ich weiß aber auch durch meine jahrelange Erfahrung, dass gerade die ASFINAG alle Möglichkeiten auch sucht, um von der Bürgerinformation, von der Projektentwicklung bis hin zur Durchführung auch den Weg zum Bürger zu gehen und mit den ausführenden Firmen Strategien zu entwickeln, dass die Belastung so gering als möglich wird. Der zweite Teil, der für mich auch sehr wichtig ist, ich glaube, das Einzige und der Wermutstropfen zu diesem Antrag, der nicht durchgeht, ist, dass der Herr Bundesminister Möglichkeiten und Wege hat, im Rahmen von Forcierungsmaßnahmen durch die Zeitreserven im Bau, falls ein idealer Bauablauf vorliegt und er diesbezüglich auch Möglichkeiten schaffen kann, dass die Belastung so gering als möglich ist und dass man so kurzfristig wie möglich diese Situation bereinigt. Danke. Sagt Thomas Schellenberger von der FPÖ und der nächste Redner kommt von der SPÖ. Es ist Anton Heinzel.